Hängende Köpfe, enttäuschte Gesichter. Gladbachs Champions League-Abend in Manchester. Einer zum Vergessen. Das war heute eine kleine Lehrstunde für uns. Klar glaube ich, dass wir gegen eine Mannschaft gespielt haben, die vielleicht sogar um den Titel mitspielt in der Champions League. Eine sehr, sehr gute Mannschaft, die uns heute in allen Belangen besser war als wir. Sie hat uns komplett auseinandergerissen. Wir hatten keinen Zugriff, keine Zweikämpfe. Wir kamen nicht in die Zweikämpfe. Ja, war schwierig. Wir haben sehr wenig Zugriff bekommen aufs Spiel. Wir haben nicht das umgesetzt, was wir vorhatten. Und dann hat Man City uns teilweise schon hergespielt. Und dann haben wir Glück, dass wir Jan hinten im Tor haben, der noch 3-4 Bälle echt überragend hält. Natürlich haben wir uns das anders vorgestellt. Wir sind hierher gefahren, um zu verlieren. Ich glaube aber, dass es dann im Endeffekt verdient war, dass wir hier als Verlierer vom Platz gehen. Und das war eine kleine Lehrstunde, was City uns da aufbereitet hat. Deutliche Worte nach Schlusspfiff. 0-4 im zweiten Versuch. 24 Stunden nach der unwetterbedingten Spielabsage. Ja, natürlich war die Situation sehr unglücklich, aber es darf uns keine Ausrede sein. Wir sind Sportler, wir müssen uns darauf konzentrieren. Und so wie es heute hier passiert ist, darf es eigentlich nicht passieren. Natürlich waren das alles unglückliche Umstände, aber damit mussten wir ja beide klarkommen. Hatten noch einen Tag länger Zeit vielleicht. Vielleicht unglückliche Umstände, war auch vielleicht für uns etwas neu, aber dennoch absolut keine Ausrede. Wir waren auf dem Punkt da, waren konzentriert, haben uns gut vorbereitet, aber dennoch muss man natürlich ehrlich genug sein, dass das nicht die Leistung war, die wir bringen wollten. Die Lehrstunde nach dem Donnerwetter. Chancenlos, hilflos. So wird Gladbach in 2 Wochen auch gegen Barcelona sang- und klanglos untergehen. Wir müssen Erfahrungen sammeln, wir müssen aus den Spielen lernen. Und ich meine, jetzt kommt Barcelona, das ist Champions League, das ist High Level, das ist das höchste Niveau im Fußball, was es gibt. Da kommen keine schwachen Gegner und wir müssen probieren, dass wir einen Schritt vorwärts machen, von Spiel zu Spiel. Das ist Champions League hier, das sind die besten Mannschaften der Welt und ich glaube, dass es auch okay ist, mal ein bisschen unter die Räder zu kommen. Ich glaube, dass wir da morgen noch ein bisschen trauern werden und dann am Freitag uns auf das nächste Bundesligaspiel vorbereiten werden.